Stargate ist einer dieser beliebten Serien der 90er Jahre. Das ist kein Wunder, bot es doch eine interessante Story mit Sternentoren und dem Erforschen fremder Welten. Wie könnte man dieses Szenario in ein Gameboy-Spiel portieren? Egal was ihr denkt, es wurde hier echt anders gemacht. Was taugt Stargate für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Probe Limited entwickelt und von Acclaim bei uns 1995 veröffentlicht. Amerika bekam es ein Jahr früher und Japan ging leer aus. Wie schon anfangs besprochen, seid ihr wahrscheinlich zuerst so überrascht wie ich, wenn ihr das Spiel startet. Eigentlich wäre ein anderes Spielprinzip wie ein Action-Plattformer oder ähnliches passender, aber aus der Serienvorlage wurde ein Puzzlespiel gemacht. Das Spielprinzip ist wie bei einem guten Puzzlespiel einfach, aber schwer zu meistern. Das Spielfeld ist eine Art dreidimensionale Röhre. Ihr bekommt nun zufällig Spielsteine, welche ein Siebtel des Durchmessers ausmachen und bestimmte Symbole abbilden. Diese sind natürlich serienthematisch alle ägyptisch angehaucht. Auf Tastendruck könnt ihr die Steine drehen und auf der anderen Seite ist dann auch ein anderes Symbol. Ihr sucht euch also ein passendes Symbol aus und platziert dieses auf dem Boden der Röhre. Stapelt ihr drei gleiche Symbole übereinander, verschwinden diese. Ist euer Spielfeld bis oben hin gefüllt, ist natürlich Game Over. Zusätzlich zu den normalen Symbolen gibt es hier noch ein paar Sondersymbole, die dann zum Beispiel als eine Art Joker dienen. Alles wird in einer Dreidimensionalität abgewickelt, die erstaunlich gut abgebildet wurde und natürlich hier unter weitere Schwierigkeiten bezüglich des Spielablaufes bilden. Wenn ihr ein Feld bis oben hin zum Beispiel gestapelt habt, könnt ihr daran mit euren zu setzenden Steinen nicht vorbei und so müsst ihr schneller reagieren. Dieser Faktor bringt dann nochmal eine etwas unerwartete Fähigkeit mit in das Spiel und würzt das einfache Spielprinzip dann durchaus doch ein wenig. Das Spiel bietet euch zwei Spielmodi, einmal einen freien, in dem ihr einfach vor euch hinpuzzelt und einen zweiten Story-Modus. Hier tretet ihr nach und nach gegen andere Portalwächter an. Der Spielablauf ist hier analog zu anderen Spielen dieses Genres. Wenn ihr Kombinationen hinbekommt, bekommt der Gegenspieler Steine aufs Feld, umgekehrt genauso. Kennt ihr alles. Die Grafik ist für so ein Puzzlespiel echt gut geworden. Der 3D-Effekt ist für die Verhältnisse sehr gut umgesetzt worden. Mit etwas Gewöhnung könnt ihr dann auch prima im dreidimensionalen Raum arbeiten. Beim Sound erwarten euch jetzt allerdings keine großen Überraschungen. Was taugt Stargate für den Gameboy also heute noch? Als ich Anfang des Spiels angemacht habe, war ich erst einmal recht überrascht und ehrlich gesagt auch etwas überfordert, was ich denn da überhaupt machen soll. An sich ist das Spielprinzip jedoch simpel, aber schwer zu meistern. Das macht doch ein gutes Puzzlespiel aus. Hier wartet euch also fast schon überraschenderweise ein ordentliches Puzzlespiel. Das war der Test zu Stargate auf den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.